Herzlich willkommen zurück, meine Freunde, zu Sniper Elite 3. Wir geben gerade Rückendeckung. Da läuft einer. Uppala, das war zu weit. Da läuft einer, wollte ich sagen. Ich hau einfach mal das ganze Ding weg. Da unten haben wir auch direkt einen. Aua. Da oben kommt ein Auto. Was mich viel mehr interessiert, ist, ob ich das Auto nicht einfach gesprengt bekomme. Anscheinend nicht. Ist irgendwie schade. Oha. Oder auch doch. Okay, ich habe nur Scheiße geschossen. So, wo seid ihr alle? Da haben wir... Oh, nicht nachladen, nicht nachladen. Da haben wir einen. Da einer, zwei. Nein. Na, getroffen? Bleib mal liegen. Oh, das sind so viele. Ich sehe den nicht. Ah! Bewegt er sich genau in dem Moment, wo ich schießen will. Was fällt dir ein? Huiuiui. Wo noch? Irgendwo aus dem Lager, oder? Da unten. Moment, ich mach das mal gerade so. Explosivscheiße, Explosivscheiße. Da chillt der Typ. Ich sehe von hier nichts. Guck mal, ob ich von der anderen Seite was sehe. Na, ich kann hier nicht durchrennen, ne? Ne. Bringt mir das was? Null. Fuck. Okay, meine Übersicht ist gerade komplett am Arsch. Ich weiß aber auch nicht, von wo er beschossen wird. Ich habe ihn im Visier. Ja, von wo denn? Ich mach mal ein bisschen. Ich mach einfach mal ein bisschen Lärm. Moment, oder? Kann ich hier noch irgendwas anderes in die Luft sprengen? Wenn ich das da vorne in die Luft sprenge, ist das zu nah? Explodier! Ist es nicht, okay. Seht ihr den Typen? Also ich sehe auf jeden Fall hier schon mal niemanden schießen. Höchstens von da hinten, aber da sehe ich auch nichts. Um die Ecke gucken ist irgendwie noch nicht so drin. Hier irgendwo? Ah, jetzt rennt er. Ah. Geht doch. Da haben wir einen. Uppala. Huh. Stopp. Doppelkill! Und dafür gab es keine... Keine Cam. Fickt euch. Das wäre mega gewesen. Ich meine, das bringt gerade, glaube ich, eh nichts darauf zu schießen, aber... Man kann es ja versuchen. Wir sind fast raus aus dem... Oh Gott. Herztreffer. Das war gerade ein geiles Bild. Hätte man gut als Wallpaper nehmen können. Oh, da vorne steht auch noch einer. Bam. Zwei, zwei, zwei. Jawoll. Nicht angezeigt, aber zwei. So lobe ich mir das.
Ja. Das ist mal eine Killcam, die sich lohnt. Nichts gesehen, aber hat sich gelohnt. Was machst du da? Lass meinen Typen in Ruhe. Atz. Ah. Alles zerberstet, Alter. Piu. Ups. Okay, war fast gut. Piu. So in den Rücken. Oh, Schmerzen. Lungentreffer, ekelhaft. Ich sollte ein bisschen höher schießen. Schon wieder so ein Lungentreffer. Sorry. So, jetzt darfst du gerne weiterlaufen. Lauf doch. Lauf doch. Geht das schon wieder los? Sven darf suchen. Wer schießt? Bist du ein Typ? Nee, du bist ein Sandsack. Lauf doch einfach da raus. Da! Ich hab's aber auch gerade mit Lungentreffern, ne? Das waren alle. Jetzt lauf einfach. Bitte überleb es. Lauf nicht in irgendeine Tretmine oder so. Mach keinen Scheiß jetzt. Boah, ist raus aus der Nummer. Errungenschaft freigeschaltet. Stressig. Ja, bla bla bla. So, Offizier ausgeschaltet haben wir nicht. Aber die beide Suchschalten. Haben wir beide ausgeschaltet? Eigentlich nicht, oder eben nur einen ausgeschaltet. 60 Kills, gesamte Schussentfernung, markiert, Standortwechsel, langweilig, 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 langweilig. So. Weiter. Projekt Seuche steckt, ist noch unklar. Vor seiner Gefangennahme konnte der Informant Brauer nicht aufdecken, was es war. Er hatte aber eine Spur. Ein Versorgungsdepot in Siva, das Wahlen aufsuchte. Wir wissen nicht, ob er dort sein wird, aber dieser Mann liebt es, alles ganz präzise zu haben. Wahlen wird jedes kleinste Detail geplant, disponiert und aufgeschrieben haben. Ich muss es nur finden. Brauer war sehr nützlich. Er hat mir die Standorte von Wahlens Büro und die der deutschen Lagerhäuser genannt. In der Stadt gibt es außerdem ein paar gute Stellen für Heckenschützen und einen alten Schmugglerstieg. Am Boden wird es nicht leicht, aber irgendwo in dieser Stadt werde ich finden, was wir suchen. Wenn du das sagst. Okay. Achte auf deine Ausdauer. Ich finde diese Bildchen sehr schön, auch wenn sie zu schnell wieder weg sind. Oh, Artillerie. Ist mal was ganz Neues. Das haben wir bis jetzt noch gar nicht im Spiel gesehen. Ah, okay, so eine Plantage haben wir wirklich noch nicht gesehen. Alles ein bisschen neblig. Vielleicht sieht man mich da schlechter. Wäre natürlich geil. Ah, da sind wir da schon. Finde einen Weg in die Altstadt. Okay. Ja, die Felder sahen von weitem irgendwie nebliger aus. Aber wir werden 100 pro. Ja, da vorne haben wir schon. Patrouillen rumlaufen. Ah, mit sogar ein bisschen Lärm von Fliegern. Was eventuell gar nicht so scheiße ist. Den hole ich mir kurz. Grüß dich. Da hinten läuft auch noch einer. Wenn ich abwarte, kann ich meine Schüsse maskieren. Toter Mann!
Das hast du sehr gut erkannt. Toter Mann ist aber auch relativ egal, weil ihn eh keiner sehen wird. Ich werde nämlich jetzt den Typen aus. Das gibt's ja nicht. Nur weil ich es nicht geschafft habe, rechtzeitig. Oh, ich hasse mein Leben, Alter. Komm wieder raus, ich hab dich gesehen. Komm, Kopf hoch. Ich hab deinen verdammten Schädel gesehen, Alter. Oha. Ihr seht mich nicht. Oh, ein Schleichweg. Lulz, die sehen mich hier gerade wirklich nicht. Hallo, Altstadt. Scheiße! Der Typ hat mich gesehen, das gibt's doch nicht. Ja, ich bin da. Ich bin drin. Wow. Ich spiele dieses Spiel, wie man es nicht spielen sollte. Aber es funktioniert. Wenn ich jetzt sterbe, ist auch nicht schlimm, weil ich habe mich so scheiße angestellt. Danke. Das kann ich ja, das ist also so behindert in diese Altstadt zu kommen, kann man mir selbst nicht zutrauen. Danke. Finde einen Weg, ja. Ups, Dauerchen. Also das war jetzt mal, das war jetzt wirklich bitter. So war das nicht geplant. Ich habe mich für mich selber geschämt, es tut mir leid. So, die Laufwege sind ja soweit klar. Wir holen uns den, um uns dann danach wenn ich meine Schüsse time, hört sie niemand. Nanu? Da ist er! Den zu holen? Okay. Es kam gar keine Schüsse, Kollege. Was war das? Komm her. Jetzt komm her. Weiter suchen. Passt auf, wo ihr hintretet. Schüsse kamen von da hinten. Seht mal nach. Wenn er hier ist, finden wir ihn. Schade. So, ich muss auf den Flieger warten. Wenn der Flieger da ist, kann ich den ausschalten. Ich muss nur auf den Flieger warten. Wo bleiben sie? Gut, dass da oben jetzt noch drei andere sitzen, haben die anscheinend gar nicht mitbekommen. Okay. Okay. Alles klar. Dann krabbel ich auf jeden Fall mal weiter in Ruhe. Vorne haben wir einen. Wenn die Flieger kommen, kriege ich den so. Da sind sie. Ich mag diese Flieger, die sind toll. Die tarnen alles. Da an der Tür sitzt noch einer. Oh, 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 oh. Vorne sind zwei sogar noch. Ich hoffe, das war nicht zu spät. Ich bin mir nicht sicher. Direkt durch die Luftröhre. Schön.
Ja, es war zu spät. Scheiße. Bis dahin lief es eigentlich ganz gut. Ich habe nur zu spät geschossen, das war mein Fehler. So. Dann mache ich jetzt hier erstmal kurz einen Cut. Dann sehen wir uns in der nächsten Folge wieder. An dieser Stelle, wenn es euch gefallen hat, gebt gerne einen Daumen nach oben. Und bis zum nächsten Mal. Tschüss.